2016 hat die Zahl der Einbrüche in Deutschland ihren Höchststand erreicht. Die Täter hatten meist leichtes Spiel, da Sicherheitsvorkehrungen oft komplett fehlten. Heute beschäftigt Manuel Wenner und Jan-Uwe Mertens einen Fall, bei dem die Wertsachen eigentlich gut geschützt waren. Wir fahren jetzt zu einem Einsatz, den wir von der Einsatzleitstelle bekommen haben. Vermutlicher Einbruch, soll um einen Tresor gehen. Wir sind noch nicht ganz informiert, wir sind ein bisschen gespannt, was da auf uns zukommt. Der Einbruch in eine Baufirma wurde von einer Nachbarin beobachtet. Den Hof haben die Kollegen der Streife bereits gesperrt, sehr zum Ärger eines aufgebrachten Landwirts. Was hat der denn da vor mit dem Kuhfuß? Was macht der denn da? Pack mal die Stange weg! Hallo Kriminalpolizei! Kommt hier raus aus der Polizeiansperrung! Raus hier! Was wollen Sie hier? Ganz ruhig. Aber Sie sehen, dass das eine Polizeiabschwörung ist. Seit zwei Stunden suche ich den hier in der Gegend. Ja, aber Sie können lesen, oder? Ja. Was steht hier drauf? Steht da Krankenhaus? Nein, Polizei. Also, das ist nicht umsonst hier. Das heißt, Sie als Unbeteiligter müssen draußen bleiben, okay? Wenn Sie weiter versuchen, in diesen Tatort reinzugehen, sehen wir uns gezwungen, Sie festzunehmen. Verstehen Sie das? Die kommen dann in die Wache ins Café Viereck. Wollen Sie das? Nein. Also, bleiben Sie hier, gucken Sie schön zu. Wir überprüfen, ob das Ihr Fahrzeug ist. Haben Sie Fahrzeugschein mit? Dieser Tatort ist jetzt von uns beschlagnahmt. Und hier haben andere Menschen als die Polizei nichts zu suchen. Und deswegen sind wir da auch massiv eingeschritten. Was ist schon drin? Und es scheint, also die Zeugin, das ist eine Zeugin, sie hat es auch gesehen von Weinten, die wohnte. Ja. Und sie hat drei Männer flüchten sehen und dass sie da was Großes rausgehoben haben. Ein Riesentresor, das war ein Riesenknall auf mein Auto. Das ist ihr Auto? Das ist mein Auto, die sind mit einem dunklen Passat-Auto, sind die hier ganz schnell rausgefahren. Okay, alles klar. Okay, wir gehen mal. Ja, dann lass uns mal. Gucken wir mal nach Kamera. Ja. Den Gabelstapler haben die Täter dem Bauern entwendet. Danach haben sie damit vermutlich den Tresor gestohlen. Der verärgerte Mann muss nun warten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Man sieht hier die Schleifspuren am Blech, wo sie ihn runtergezogen haben. Das Holz ist ein Stück weit zerstört worden. Ich denke mal, ist typische Abdruckspuren sind das. Auch wenn du den anhebst mit dem Gabelstapler. Der steht schräg. Das ist kein Wunder, dass er aufs Dach gefallen ist eventuell. Ja. Weil die Spuren sehen nicht so aus, als ob das von der Gabel selber gekommen ist. Dieser Tatort muss natürlich genauestens untersucht werden. Und dafür haben wir eben unsere Spusi, die Fachkräfte. Das ist nicht unsere Arbeit. Wir haben eine erste Auswertung des Tatortes ja durchgeführt mit den Aufnahmen und auch eine Begehung des Tatorts. Guten Tag, Kriminalpolizei Manuel Wenner, Kripo Duisburg. Guten Tag. Der Mann ist verstorben. Ja, ihr wollt verstanden. Ich komme direkt neu mit. Wirklich alter Fall. Das ist Frau und Tochter und die würden ja jetzt im Prinzip die nächsten Eigentümer sein. Okay. Die Witwe und die Tochter des verstorbenen Firmeninhabers wurden von den Streifenbeamten zum Tatort bestellt. Sie könnten wichtige Infos liefern. Okay, gibt es irgendwelche Videoüberwachung in Ihrer Firma? Wir haben eben nur grob geguckt. Ich habe früher in dem Betrieb eines Vaters ein bisschen geholfen. Okay. Und ich weiß, wie man an das Videomaterial kommt. Können wir das gemeinsam uns das mal anschauen? Können wir machen. Ja, machen wir. Können Sie das sichern notfalls für uns? Ja. Geht auch. Die Tochter des verstorbenen Inhabers der Baufirma kann vom Büro aus auf das Material von zwei Überwachungskameras zugreifen. Und tatsächlich, schon auf den Aufnahmen der ersten sind gleich mehrere Personen zu sehen, die sich direkt unterhalb der Kamera am schweren Tresor zu schaffen machen. Ja, das haben wir auch gut geplant, ne? Das ist eine Katastrophe. Die haben auch die Ruhe weg. Die müssen also gewusst haben, dass hier zurzeit. Die fühlen sich sicher, nicht, ne? Nicht gearbeitet haben. Ja, das wirkt so. Die fühlen sich total sicher. Die gesamte Tatausführung trägt einwandfrei die Handschrift einer von langer Hand geplanten Tat. Zum einen ist hier gerade der Firmeninhaber verstorben. Das heißt, die Tätigkeiten wurden gerade nicht durchgeführt. Zum anderen liegt der Verdacht sehr nahe, dass entweder Informationen von Insidern rausgekommen sind oder aber, dass die Täter die Firma schon länger im Blickfeld hatten und die Firma seit längerem beobachtet haben. Mhm. Haben Sie noch weiteres Material? Das ist die Außenansicht. Aha. Hier. Jetzt. Ach, guck dir das an. Das ist ja ganz abgezockt. Ja. So. Mhm. Eins, zwei, siehst du, drei Eins, Stück. Eins, zwei, drei, ja. Arbeitsteilig. Mhm. Müssen im Grunde genommen das alles ganz in Ruhe vorbereitet haben. Das sieht sehr geplant aus, ne? Ja. Sackkarre. Auch hier, ja.
Ja, das sind offensichtlich die drei Haupttäter, ne? So, Achtung. Ich meine, da okay, ist er, das alles ist klar. Da haben sie ihn reingetan wahrscheinlich. Können Sie das nochmal zoomen? Für mich? Dann müssen wir das Kennzeichen nehmen. Ja, das lassen wir eben auf hier. Auf den Aufnahmen konnte man also ganz gut sehen, erstens, wie viele Täter das waren, welche Kleidungsstücke sie anhatten, sogar das Tatfahrzeug war zu sehen. Das war für uns für die erste Auswertung eine sehr, sehr gute Hilfe. Es nützt jetzt das Auto. AP 4533 Renault. Ich gehe mal eben aus. Oder willst du das eben durchgeben? Ja, oder mal eben. Ja, du kannst deine Handschrift besser lesen als ich. Egon für 3216. Ja, Egon hört. Ich bräuchte mal einen Halter für Duisburg, Anton Paula 4523. Er müsste rauskommen, ein schwarzer Renault Laguna. Habt ihr auch die, wenn ihr schon so weit seid, habt ihr auch maskierte Täter? Ein. 3216 hört. Die anderen waren da nicht zu erkennen. Der eine hatte irgendwie so eine Kapuze auf. Ja. So eine Motorradhaube, ne? Auch kein Fahrzeug, auch kein Halter. Wahrscheinlich gefälscht. Ja, sie haben im Moment einiges durchzustehen. Ne? Viele spricht dafür. Danke. Da kommen wir nicht weiter. Ist ein Fake. Ist also eine Fälschung. Okay. Fälschung ist nicht registriert. Und wollen wir eine Nahbereichsfahndung dann gleich sofort machen? Oder hat sie schon gemacht? Nee, mach ich jetzt. Ja. Ich denke trotzdem. Egon nochmal für den 3216. Der Kriminalhauptkommissar veranlasst, dass alle Streifenwagen in der Umgebung informiert werden. Die Kollegen erhalten neben dem Kennzeichen auch Infos zum Aussehen des gesuchten Fluchtwagens. Videoaufnahmen haben wir jetzt, das lassen wir sichern. Spurensuche kommt, Tatort ist erstmal abgesperrt. Die Kollegen vertrösten den Gabelstaplerfahrer da draußen, dass er sein Fahrzeug erstmal nicht wiederkriegt. Die Zeugen wissen wir, ihr Fahrzeug ist beschädigt, die Daten hat die Kollegin auch, das ist ja auch eine Sachbeschädigung. Also der Herr ist nicht so einsichtig. Die Spurensicherung haben wir aber gerufen, aber vielleicht könnt ihr ihn ja noch mal was ganz Kriminalmäßiges sagen. Möchte er, ja, okay. Ja. Ich kann den Besitzer des Gabelstaplerfahrers sehr gut verstehen. Das ist vermutlich mal eins seiner Hauptarbeitsgeräte. Und dass er das wieder haben will, liegt auf der Hand. Leider können wir seinen Wünschen nicht entsprechen, weil das Fahrzeug wurde zur Tatbegehung benutzt und wird von uns erst einmal sichergestellt und einer Spurensuche unterzogen. Selbst Sie wollen ja, dass wir die Täter finden, oder? Das ist doch in Ihrem Interesse. Ja, selbstverständlich, da sind wir uns einig. Hören Sie, und dafür ist es wichtig, dass die Spurensuche herkommt und zum Beispiel den Sitz und so weiter alle Einheiten, ja, untersucht. Gefunden. Ich wiederhole, Fahrzeug wurde aufgespürt, 3216. Das Täterfahrzeug wurde mit Achsbruch gefunden in einem Waldgebiet. Ich komme gleich mit Adresse, Streifenwagen ist vor Ort. Es wurden 36 Spuren, alles wir haben auch los. Bitte, wir warten, bis die anderen kommen vom Erkennungsdienst, nicht den Tatort allein lassen, okay? Stop. Okay. Ich bitte Sie, finden Sie bitte den Täter, meine ganze Existenz. Ja, wer kümmert uns drum? Ich habe keine Einnahmen mehr, ich habe kein Geld mehr. Ich muss die Beerdigung. Wir tun alles, was wir können. Machen Sie sich keine Sorgen, wir kümmern uns drum. Auch noch ernähren. Ja, bitte finden Sie den Täter, bitte. Noch wissen die Beamten nicht, ob sich die Täter noch im oder am Wagen befinden. Aus diesem Grund werden weitere Beamte zum Einsatzort geschickt. Egon, 3216 hört. Ja, die 1228 ist noch vor Ort, hat nicht Kontakt zum Täterfahrzeug. Die 1126 hat gerade noch gewartet mit Eintreffen Spurensicherung. Die kommt jetzt auch zur Verstärkung. Ja, verstanden. Kann ja eigentlich nicht mehr so weit sein, ne? Da steht der Kombi, da stehen die Kollegen. Ja, genau. Sehr schön. Super. Und wir stellen uns mal hier hin, würde ich sagen. Kurz nach den Kriminalkommissaren treffen auch die Kollegen der Streife am Waldrand ein. Die sechs Beamten besprechen ihr Vorgehen, denn die Täter befinden sich offenbar noch in der Nähe. Den Namen haben wir gefunden, beziehungsweise aufgefunden. Der ist offen, hinten hört man etwas, als wenn einer bohrt, flext oder wie auch immer, vermuten, dass die mit dem Tresor ab in die Heide und versuchen, den aufzumachen. Na, weit können sie ja nicht sein, oder? Der war doch okay. Wir gehen mal in die Richtung, Funk leise, würde ich sagen, nicht, dass wir uns ankündigen. Die Ermittler wollen den Tresordieben keine Möglichkeit zum Angriff geben. Denn noch ist völlig unklar, ob die gut organisierten Täter eventuell bewaffnet sind. Ich denke, wir gehen mal eben da oben, verschaffen uns den Überblick. Nicht, dass sie von hier ranrennen und die da hinten abhauen, okay? Ja, einverstanden.
bleibt hier. Du passt hier oben auf, dass die Pfanne hochläuft. Ich gehe mit euch. Wir gehen unten rum. Ihr da. Ist das okay von der Steilheit? Okay. In unserem Fall hatten wir das große Glück, dass wir zahlenmäßig den Tätern überlegen waren. Diesen Vorteil würden wir verspielen, wenn wir wie ein Hühnerhaufen agieren würden. Aus diesem Grunde haben wir uns erstmal einen Überblick verschafft und dann eine Einteilung vorgenommen. Zum einen konnten wir die Täter von zwei Seiten einkreisen, wenn man so will. Eine Flucht nach oben konnten wir unterbinden, indem wir eine Person oben am Hang gelassen haben. Und eine Flucht durch den Bach, davon sind wir erstmal nicht ausgegangen. Ich gehe an den Generator ran. Okay. Los. Ja, und los. Die Waffen runter. Und hier hinten. Darüber, rüber. Scheiße. Rüber, rüber. Hier war das nicht. Dahin. Ich hab damit nicht zu tun. So, jetzt können wir die in Ruhe. Und keine Faxen. So wie die Täter sich da verhalten haben, mussten wir davon ausgehen, dass sie uns angreifen wollten und sich einer eventuellen Festnahme mit Gewalt erwehren wollten. So, und jetzt klären wir mal, was hier los ist. Ihr seid das schuld, ihr seid das alles schuld. Halt die Klappe. So. Sonst legen wir dich gleich wieder hin, wenn du dich holst. Was für Vollidioten habe ich eigentlich? Ich habe nur meinen Freund geholfen, ich weiß von gar nichts. Komm, halt die Klappe. Ja, warum geht's denn jetzt hier? Um gar nichts. Ich habe meinem Freund geholfen. Ich weiß von keinem Überfall und Raub. Und was haben Sie geholfen? Gar nichts hat der geholfen. Halt, wollt ihr die Scheißkiste aufkriegen? Welche Scheißkiste? Und ich bin der Spezialist. So, einer. Sie sind der Spezialist. Wer ist denn Ihr Freund? Wir kriegen die Scheiße doch nicht auf. Wer ist der Freund von den beiden da? Ja, der da. Welcher, der da? Ich sag gar nichts mehr. Machen Sie das, was man Ihnen sagt? Jan? Ja, es kann sein, dass vielleicht die Frauen hier noch mal auftauchen. Die haben wohl einen Funkdurch mitgekriegt. Oh, bitte nicht. Ja, ja, okay. So, jetzt kommen wir mal. Die Spusi war und die hat eine Funkdurch mit an. Oh, super. So, was wollen Sie uns erzählen? Ich war das nicht. Also, es war alles nicht meine Idee. Das war alles der Chef. Der Chef ist offenbar der Mann mit der Glatze. Er soll seine beiden Angestellten zu dem Raub angestiftet und ihnen mit Kündigung gedroht haben, wenn sie ihn nicht unterstützen. Also der hier ist Alex Regel. Okay, wir gucken mal. Hier haben wir ja was. Guck mal, wie die Frauen ja. Sind die Papiere dabei geblieben? Hier in der Tasche. Ich hätte dich jetzt nicht zugetraut. Wir hätten jetzt auch darüber reden können. Wir haben mich jetzt noch voll, ehrlich. Komm, lass mal nach. Lass mir einfach in Ruhe. So, Herr Stöfser und Michael aus Schwelm. Gerade nach dem Tod, ne? Vom, ja. Okay. Also Arthur Robert. Ja, also okay. Der Halbbruder meines Verstorbenen. Wir haben noch einiges damit zu tun. Gehen Sie mal zu meinen Kollegen. Ich frage mal. Ich habe jetzt mal eine Frage. Sie haben jetzt mal gesagt, Sie haben keine Ahnung, was Ihr Mann so mit der Firma gemacht hat und was im Tresor ist. Haben Sie eventuell aber eine Idee? Welchen Code? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre er du. Haben Sie eine Idee? Sie haben da gearbeitet in der Firma. Oder Ihr Vater hat ja immer irgendwie. Mein Vater hatte öfters mal mein Geburtsdatum überall als Passwort. Vielleicht ist das dort ja auch. Probier. Noch wissen weder die Ermittler noch die Familie des verstorbenen Firmeninhabers, was sich im Tresor befindet. Besonders für die Witwe wird der Inhalt daher eine echte Überraschung sein. Die Frau plagen nach dem Tod ihres Mannes große finanzielle Sorgen. Zumindest diese Last könnte bald von den Hinterbliebenen abfallen. Was haben wir denn von dem netten Halbbruder hier? Der 12.000 Euro Schulden. Ah. Ja, ist gut, ja. Also, dass du uns das jetzt antust, das hätte ich erst nicht gedacht, ehrlich. Ne? Gerade nachdem dein Bruder gestorben ist. Im Tresor fanden wir neben Bargeld, Aktien und Versicherungspolicen unter anderem ein Schreiben vor. Aus diesem ging zweifelsfrei hervor, dass der Haupttäter von seinem verstorbenen Stiefbruder sich 12.000 Euro geliehen hatte. Aus unserer Sicht ist vollkommen klar, bis jetzt, dass es genau um dieses Schuldschreiben geht, dass der Täter dieses verschwinden lassen wollte. Frau Wehns? Ja, es geht also um Ihre Schulden. Ja, Lebensversicherung auf Ihren Namen 30.000. Todesfall 35.000 zurzeit.
Aber ich bin froh, ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt sehe, weil ich habe die Beerdigungskosten noch zu tragen. Ja. Und ich habe im Moment kein Geld. Das Geschäft bei meinem verstorbenen Mann lief sehr schlecht, weil er war krank. Okay. Ich denke, hier einen Tumor habe ich ihn gepflegt. Und aber jetzt hat er sie ja scheinbar auch ein bisschen abgesichert. Wir haben jetzt die Täter gestellt. Wir haben umfangreiche Beweismittel sichergestellt, respektive beschlagnahmt. Die eigentliche Arbeit, die viel Zeit frisst, die beginnt jetzt im Büro. Alles muss gesichtet werden, alles muss in Zusammenhang gebracht werden. Und letztendlich muss alles in Schriftform gegossen werden. Und dann müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Wir haben drei Täter, wir haben drei Streifenwagen. Wir nehmen ihn mit. Mhm. Wen wollt ihr mitnehmen? Wir nehmen Björn hat uns. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Ich sag noch mal eben Egon Bescheid. So, Egon für 3216. Okay. Die drei Täter werden einem Haftrichter vorgeführt. Sie müssen sich wegen Kennzeichenmissbrauchs, Einbruchs und besonders schweren Diebstahls verantworten. Hinzu kommt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Auch die bereits abgebuchte erste Kreditrate von über 300 Euro wird das Opfer vom Täterduo einklagen.